Hallo zusammen, willkommen zurück hier. Die Nordfriesische Marsch ist wieder hier am Start und ja, ich habe schon mal wieder ein bisschen Stroh gesammelt in der Zwischenzeit. Und ich habe auch noch mal was gemacht. Wir haben ja gestern festgestellt, dass unser Baugebiet für den Tischler noch ein bisschen uneben ist. Da habe ich mich schon mal rangesetzt und habe das ein bisschen geglättet. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier gleich hier wieder voll. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal eine Runde Stroh verkaufen fahren. Gucken mal, wo wir am meisten Geld für Stroh bekommen. Sehe ich das hier irgendwo in dieser Liste? Stroh beim Tierbedarfshandel. Weil durch den Dieselkauf sind wir nur noch bei 80.000. Gut, es kommt zwar jetzt auch noch Geld von den Silageballen rein, denke ich mal, so ein bisschen zumindest. Und die Mission, na klar, aber ja, sicher ist sicher, tun wir da mal Stroh verkaufen. Weil, wie gesagt, Stroh wird eh so massig noch reinkommen in der nächsten Zeit. Da mache ich mir gar keine Gedanken. So, ach ja, hier kommen wir ja gar nicht hoch. Gut, dann müssen wir, ui, hier rumfahren. Ja, und wir können ja direkt, wenn wir hier fertig sind, auf das Feld 54 runter, die Mission, die wir gerade abdreschen. Da geht ja auch noch was mit Stroh. Ich will einfach mal gucken, was so jetzt ein Wagen bringt hier. Ja, dann werden wir mit dem Schlachter. Den hatten wir auch geplant. Da werde ich noch ein bisschen warten, weil ich weiß, dass der Schlachter gerade umgebaut wird auf die Revamp-Version 1.4, wo dann eben man direkt über den Mod quasi Tiere in die Produktion bringen kann. Es wird vermutlich in ein, zwei Wochen fertig sein, laut dem guten Fat-Action. Und dann kommt auch noch was ganz Tolles zurück. Das Zentrallager wird es dann wieder geben. Wer die Marsch aus dem 19er kennt, wird wissen, was ich meine. Da können wir uns auch drauf freuen, auf jeden Fall. Und das wird zusammen eben kommen, das Zentrallager und der Schlachter. Und deswegen warten wir mit dem noch. Gut, wir haben eh kein Geld nebenbei. So, jetzt gucken wir mal, was hier jetzt an Geld rumkommt. Naja, immerhin 12.000 Euro. Besser als nichts. So, wo haben wir denn was zu tun? Hier sieht es gut aus. Ah ja, hier wird abgetankt. Ah, wir scheinen. Oder auch nicht. Oder? Sind wir fertig? Ne, da hinten liegen noch Ballen. Gut, ihr macht das schon. So, ah ja, guck mal, hier ist der fertig inzwischen. Das heißt, der kann wieder nach Hause. Hier wird Diesel gefahren. Der ist auf dem Weg nach Hause. Der ist, der war gerade beim Kuhstall. Okay. Oh, läuft. Läuft alles. Gucken wir noch mal hier rein. Er hat immer noch keine neuen Missionen gegeben, leider Gottes. Ja, dann ab zu Feld 3 und weiter Stroh sammeln. Ja, guck, der Big M. Mal gucken, vielleicht, wenn wir noch eine schöne Ballen, Silageballen Mission finden, darf der vielleicht noch mal ausrücken.
Aber erstmal gucken wir, dass wir die Mission da unten fertig bekommen. So, und weiter geht es hier. So, der Big M ist bei der Werkstatt, das ist gut. Das heißt, wir werden jetzt hier dann einmal zur Pelletproduktion fahren. Ja, und danach muss der gleich runter auf die 54 und kann da gleich weitermachen. Da werden wir ihm aber einfach den Drescherkurs geben und dann kann der da alleine rumeiern. Dann suchen wir uns eine andere Aufgabe, die wir selbst erledigen können. Da ist da oben noch eine Bahn. Unten ist nichts mehr, das ist gut. Ja, dann heißt es, wir könnten danach hier direkt wieder mit der Bodenbearbeitung beginnen, sprich mulchen, gucken, ob wir kalken müssen, gucken, ob wir pflügen müssen. Und dann überlegen, was hier drauf kommt. Beziehungsweise wir hatten ja, glaube ich, gesagt, wir machen immer das Gleiche drauf, was schon drauf war. Da müssen wir dann einfach mal gucken. So, das heißt, du fährst dann auf die 54 runter. So, wir machen aber vorher noch mal schnell ein Bildchen. So rum. Oh, bisschen ranzoomen. So, das da, das da, das da. Und weiter geht's. Die letzten Meter hier. Zack, aus. Erst abladen und dann weitermachen. So, der fährt mit vollem Wagen hier. Oh, warte mal. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Feld 54 muss zum Hafen. Das muss zum Hafen. Da ist er. Da könnten wir doch eigentlich einen zweiten dazu holen, weil der Weg doch verdammt lang ist. Das heißt, Feld 54 zum Hafen, zum Hafen, zum Hafen, zum Hafen. Ja. Feuer frei. Weil der ist schon wieder voll hier und wir haben keinen Abfahrer hier. Das ist, na klar, nicht so gut. So, der Fischer ist erst einmal befüllt. Das heißt, wir machen jetzt hier mal aus. Sagen, du fährst eine Runde zum Kieswerk. So. Dann tanken wir den hier noch schnell. Ja gut, müssen wir nicht dabei sein. Hier müsste doch langsam mal... Naja, passen noch zwei Wagen rein mit Wasser. Nein, noch vier. Wir haben ja nur, ich glaube, wir haben nur 50.000 Liter Kapazität, oder?
Ja gut, da hast du noch wenigstens was zu tun. So. Ja, dann lass uns mal schauen. Haben wir irgendwas, was zur B. Guck mal, hier hätten wir Silageballen zur BGA, Feld 28. Gärtnerei, BGA, Feld 31, auch Silageballen. Ja, komm. Das heißt, die 31 und die 28. Die machen wir dann noch schnell. Achso, der will tanken hier, glaube ich. So, 28, los geht's. Willst du hier tanken oder was hast du vor? Gut, weil wenn die Ballen eh zur BGA gehen, dann geht eben der Überschuss da auch rein und dann ist das am einfachsten. Und wie gesagt, wir sind ein Drittel gefüllt, also sieht eigentlich ganz gut aus. So, der ist unterwegs, der ist unterwegs, der wartet hier. So, tja, was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir noch? Ich weiß es nicht. Ich will ja ungern Kredit aufnehmen, um jetzt irgendwie zu sagen, wir bauen den Tischler. Aber dann lass uns doch jetzt einfach mal gucken, was haben wir denn hier? Wir hätten sehr viel Zucker zum Beispiel. Und wir haben sehr viele Bretter. Dann lasst uns doch mal nach den Preisen von Zucker und Bretter gucken. Zucker 9,36, der Topwert sind 9,44. Zum Lidl. Wie war das? Lidl lohnt sich? Wir verkaufen Zucker. Wir verkaufen Zucker jetzt mal ein paar Touren. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dadurch in der nächsten Zeit uns den Tischler kaufen. So, Zucker, ja, oder 414 Paletten. Hau raus, was du kannst. Und dann geht es zu Lidl. Lidl war ja hier oben im Dorf, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir auch selbst hinfahren. So. Also wir brauchen 1,6 Millionen Euronen. Ja, wobei die Bretter können wir na klar dann auch für den Tischler gebrauchen. So, der Big M ist angekommen. Das heißt, dem müssten wir eigentlich auch gleich einen Kurs geben. Aber das können wir machen. Ups. Ah, ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Hofpaletten beladen. Da haben wir schon mal den Punkt zum Zurückfahren für den. So, verkaufte Ballen, das ist gut, kommt wieder Geld rein. Ja gut, dann fahren wir so rum den Lidl an. Geht ja auch. Weil 2 Millionen, also 2000 Tonnen Zucker, das ist schon eine gewisse Menge, würde ich mal sagen. Langsam hier in der Kurve. So, hallo Lidl, hallo Rehe. Da müssen wir nur mal gucken, wenn wir dann irgendwie zwei Touren weg haben, dass wir einfach noch mal hinschaut. Warte mal, wir fahren da direkt drauf. Dass man nochmal hinschaut, ob sich der Preis irgendwie massiv geändert hat.
Nicht, dass wir da zu viel Verlust haben. Oder vielleicht müssen wir dann zu einer anderen Station fahren. Das kann ja auch möglich sein. So. Wie ist hier eigentlich der Kurs? Also der geht da drüben längs. Ja, passt. Aber guck mal. Das Geld, das steigt. So, und hinten sind wir auch gleich leer. So, 337.000. So, jetzt, der Big M. Der Big M war das. So, dann bekommt der seine Arbeit einmal. Erster Wegpunkt. Speichern. Selbstverständlich. Was auch sonst. 10 Meter Bahnen weich. Passt. Erster Wegpunkt. Los geht's. So, du fährst fleißig Wasser. Du bist mit Stroh. Also du bist schon hier unten. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen jetzt mal kurz den Kurs von dem hier. Und den bekommt er hier rein. Dann sagen wir hier starten. Dann müsste er gleich anfangen, Stroh zu sammeln. Schauen wir uns das doch mal an. Na, komm. Klapp auf. Und dann lege los. So war es geplant. Gut, das läuft also. Dann geht's weiter hier. Hier wird Missionsweizen abgegeben. Ja, guck, hier, genau hier haben wir so einen Punkt, wo ich sage, die Mauer würde ich gerne ausblenden. River Wall. So, jetzt ist aber hier hinten die Kollision raus, aber hier vorne nicht. Ah, ausblenden River Wall nochmal. Ja, so, guck, jetzt ist die Kollision hier raus. Der LKW bleibt nicht mehr hängen. Und es sieht immer noch gut aus. So war der Plan. So, hier wird das gemacht. Der ist hier schon fleißig dabei. Ja, hier wird getankt. So, dann können wir ja rein theoretisch gleich mit dem hier weitermachen. Die nächste Runde Zucker. Aber ich würde sagen, das alles machen wir morgen. Für heute ist nämlich schon wieder Feierabend. Ja, die Zeit, die geht einfach viel, viel, viel zu schnell hier rum. Aber was soll's, morgen ist ja auch ein Tag. Da bin ich auf jeden Fall wieder da und ihr, denke ich mal, auch. Also, macht's gut und bis dahin.